Lieber Herr Bundeskanzler Scholz, seit dem 7. März macht Wolfgang Metzeler-Kick mit 5 anderen Personen einen Hungerstreik, der vor Ihrem Kanzleramt angefangen hat. Wolfgang ist nicht zum ersten Mal in Aktion, aber diesmal hat er eine ganz einfache Forderung. Er bittet Sie, Herr Kanzler, nur darum, die Wahrheit über die Ernsthaftigkeit der Klimakrise und die Dringlichkeit einer notwendigen Handlung auszusprechen. Denn die Wissenschaft ist klar, das Überleben der Menschheit ist durch die Klimakatastrophe extrem gefährdet. Der CO2-Gehalt in der Luft ist viel zu hoch. Der Weltklimarat zeigt einen Weg, der sogenannte 1,5-Grad-Pfad, mit dem die Menschheit die beste Überlebenschance hat. Aber dieser Pfad hat einen Zielwert von 0,35 Promille. Das bedeutet, es sind bereits jetzt hunderte Gigatonnen zu viel CO2 in der Luft. Wir müssen komplett umkehren, wenn wir als Spezies und als Zivilisation überleben wollen. Herr Kanzler Scholz, worauf warten Sie eigentlich? Reichen die verschiedenen Expertenberichte des Weltklimarats nicht? Dass Sie den Mut und Kraft nicht haben, die erforderlichen Maßnahmen und strukturellen Änderungen in der Gesellschaft anzutreiben, das kann ich sogar verstehen, denn es ist eine riesige Aufgabe. Aber seien Sie mindestens der Staatsoberhaupt, der die Wahrheit über der Notlage ausgesprochen hat. Diese riesige Aufgabe können wir nur alle zusammen gemeinsam schaffen. Dafür braucht man eine gewisse Akzeptanz in der Bevölkerung. Aber das wiederum kann nur geschehen, wenn man der Bevölkerung die Wahrheit darüber sagt, was ihr erwartet. Und ich habe gehört oder gelesen, dass Sie, Herr Kanzler, diese gewünschte Erklärung nicht aussprechen werden oder wollen, denn es sei eine Erpressung. Und ganz ehrlich, ich frage mich, in welcher Welt leben wir, wo die Forderung nach Wahrheit und Ehrlichkeit als Erpressung betrachtet wird? Ist das nicht eher ein Grundfundament der Demokratie? Herr Scholz, ich bitte Sie, lassen Sie Wolfgang nicht sterben. Sie würden daran nichts gewinnen. Ganz im Gegenteil.